Hallo und wie geht's? Ich bin heute bei Facebook unterwegs und zwar in der Gruppe Rennrad Flohmarkt. Und da gibt es halt Angebote von Privatleuten, die ihre Rennräder reinstellen und verkaufen. Und ich wollte die Rennräder mal bewerten und sagen, wie gut das Angebot ist. Die Gruppe ist ganz in Ordnung. Da sind manchmal Angebote, die zu teuer sind, die werden dann aber auch von den Mitgliedern kritisiert und sich drüber lustig gemacht. Und eigentlich ist eine ganz nette Stimmung da. Nicht zu aggressiv, aber auch es wird geholfen, damit man nicht abgezogen wird. Und das finde ich ganz ordentlich. Ich habe ja schon ein paar rausgesucht, weil das immer mit dem Laden ein bisschen Probleme macht, wenn man auf die Bilder geht und dann kommt man wieder zum Anfang der Seite. Deswegen habe ich das schon mal ein bisschen vorbereitet und wir fangen gleich mal an mit einem Specialized Tarmac SL5 Pro und in der Größe 56. Und was gibt es dazu zu sagen? Das Frameset gab es offenbar nur so zu kaufen. Die Farben sind sehr interessant. Der Zustand wird hier als absolut neuwertig beschrieben. Nur 100 Kilometer gefahren mit der Kette und Kassette. Es wird natürlich nicht 100% neuwertig sein. Aber noch was dazu zu sagen ist, hat eine SRAM Red Gruppe 22. Die ist sehr leicht und so kommt das Rennrad wahrscheinlich auf so 6,8 Kilo. Es kann sein, dass die Laufräder ein bisschen zu schwer sind, weil, und wie man hier auch sieht, die Flanken, Bremsflanken sind aus Aluminium. Das macht es halt noch ein bisschen schwieriger, noch ein bisschen schwerer. Und dadurch kann es sein, dass es dann doch nicht auf 6,8, aber es wird trotzdem so Anfang 7 Kilo sein. Also ziemlich gut, um Berge zu fahren. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Der anderen Seite. Der Lack ist noch in einem sehr guten Zustand. Man muss die Farben halt mögen. Ich finde sie dann schön. Ist halt etwas, was nicht jeder hat. So eine Special Edition stellt halt Specialized sehr gerne her. Ja, die Rapid SL. Da können wir ganz schnell mal gucken, wie schwer die eigentlich sind. Ja, 1,6 Gramm. Das sind alle nicht die leichtesten, aber sind ihre Namen hier. Das Schaltwerk in noch einem ordentlichen Zustand ist natürlich benutzt. Die Kette ist halt auch schon, könnte man sauber machen, aber was soll's. Und hier kommen wir schon zu einem der Nachteile von diesem Rennrad. Es hat halt nur ein 130 WCD, das heißt der Loch und Durchmesser, Lochkreisdurchmesser. Liegt bei 130, das bedeutet der Abstand hier. Und das ist das Problem. Aktuell gibt es meistens welche mit 110 mm und da kann man dann halt auch Kettenblätter dran machen, die zum Beispiel 34 Zähne haben. Damit kann man halt deutlich besser den Berg hoch, insbesondere wenn man eine hohe Trittfrequenz hat, was bei mir so ist. Und es ist halt ein bisschen älter, dieses Art. Meiner Meinung nach müsste man dann noch die Kurbelset wechseln, damit man halt auch gut Berge hochkommt oder natürlich, man ist halt sehr sportlich, dann ist das auch egal. Oder man wohnt im Flachen, dann kann man auch gut damit fahren. Ich fahre lieber mit 50, 34. Hier auch das sieht man, guter Zustand, aber benutzt und auf jeden Fall ein schönes Rennrad. Hier auch jetzt rot. Wie im Original ist. Hey, der Preis 2400 Euro ist hoch, aber vielleicht sogar noch vertretbar, wenn dann ein Powermeter dabei wäre. Man muss immer sehen, Powermeter, die kosten neu, braucht die günstigsten Modelle, 400 Euro, 500 Euro bekommt man manchmal schon welche. Vor kurzem gab es auch bei Power to Max eins für 300 Euro, aber nur wenn man einen Kurbel von Rotor 3D Plus hatte, da konnte man es dran machen. Deswegen kann man das mitrechnen. Ich würde sagen, also die sagen hier, das Frameset hat 2600 gekostet. Ja, das stimmt, aber vor 10 Jahren. Und ich würde sagen, für 2000 Euro, wenn man dann mit den Personen verhandelt, hier steht auch preislich, dachte ich an 2400 Euro. Die wären wahrscheinlich auch bereit, das für 4000, für 2000 zu verkaufen. Hier wird auch schon gelacht in den Kommentaren. Und wahrscheinlich wegen dem Design hier interessant.
Ja, manche lachen drüber, manche finden es gut. Der Preis, wie gesagt, für jemanden, der es mag, wird es lieben, die Farben. 2.000 € ist in Ordnung damit. Vielleicht ein bisschen günstiger bekommt man es sogar noch, wenn man sagt, hier 1.900 gebe ich dir. Damit ist man ganz gut dabei. Ist halt kein S-Word, das macht es halt ein bisschen schwerer, ein bisschen schlechter vom Preis. Aber es ist in Ordnung. Wenn man kann auch gleichmäßig, also für den Preis bekommt man auf jeden Fall bessere Rennräder. Und auf dem Niveau ein Renner bekommt man auch schon für deutlich weniger. Aber es ist halt Specialized und die sind teurer. Deswegen ist der Preis noch in Ordnung. Und es ist meiner Meinung nach ein schönes Rennrad. Jetzt sind wir beim Kuga Full Pro Track Bahnrad, also ein Bahnrad. 7 Kilo, plus minus 7 Kilo. Okay, also vielleicht 0 Kilo, vielleicht 14. Ja, schöner Lackierung. Hat keine Bremsen, wahrscheinlich auch keine Vorrichtung, um Bremsen dran zu machen. Deswegen ist es für den Straßenverkehr eher ungeeignet. Für Liebhaber natürlich etwas. Für Bahnfahrer auch nicht optimal, da die aerodynamischen Werte einfach nicht mehr aktuell sind. Es ist halt nicht mehr so aerodynamisch, wie es geht für Bahnradfahrer. Aber wer halt günstiges Bahnrad fahren will, 600 € ist in Ordnung. Dura ist 7.710. Ja, das ist halt nur um die Kurbel, weil es hat halt keine Schaltung, ist halt ein Bahnrad und keine Bremsen. Ich bin nicht so der Experte in Bahnrädern, aber wem es gefällt, der kann sich das holen. Vielleicht bekommt er das noch für 500 €. So viel kann man da auch nicht falsch machen. Giant TCR Advanced 2 Disc. Für 1.900 € oder Dollar. Preis ist verhandelbar. Oder Verhandlungsbasis. Aber die meinen meistens verhandelbar. Jemand, der es halt nicht so mochte, das liegt vielleicht an den Scheibenbremsen. Wenn die nehmen manchmal Leuten schon den Spaß, weil die halt wegrutschen und das Fahrrad einfach schwerer ist, als sein müsste. Und Zwift kann einen auch ziemlich schnell langweilen, wenn man da alleine so rumfährt und noch so ein paar andere Fahrer. Vielleicht mal strukturiertes Training, das wäre vielleicht eher etwas. Oder mit einer Gruppe von Freunden zusammenfahren. Hier 105. Die sind halt auch schwer. Insbesondere Scheibenbremsen. Und nicht super Modell. Er hat wahrscheinlich sehr viel bezahlt, so 3.000 €. Da will er dann so viel zurück. Ich weiß nicht, ob das. Das ist zu teuer für das Rad einfach. Auch wenn es in gutem Zustand ist. Ich würde sagen, 1,5 kann das verkaufen. Aber es ist halt so ein 0815 Rennrad. Was halt, die Farbe ist immer in Ordnung, der Lack. Aber ist nichts Besonderes. Und wenn wir schon besonders sagen, dann ist hier das auf jeden Fall besonders. Ein Specialized alle Sprint von 2020 im Custom Aufbau 56 Rahmenhöhe Dura-Ace Bowel Carbon leider auch in Scheibenbremsen, was halt nur typisch ist zurzeit. Vor einer dreckigen Garage aerodynamisch, ja. Schön auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen sagen, weil hier die Naht ein bisschen seltsam aussieht. Es ist halt aus Aluminium. Aber für ein Aluminiumbike auf jeden Fall schön und auch aerodynamisch, aber ja, es wird einfach die vom Aluminium die Verbindung da sein. Die wird, ist das nicht schweißnähtig? Ich kenne das Rennrad gar nicht so im Original. Carbon-Lenker. Aluminium ist in Ordnung, aber für Aluminium-Rennrad ist es halt auch schon teuer, wobei es halt sehr schön aussieht. Auch ein bisschen stabiler für jemanden, der halt anfängt und Angst hat um sein Carbonrad, aber 5.000 € ein bisschen teuer. Dafür bekommt man auf jeden Fall mehr. Und gleich unhöflich werden, aber das wollen wir ja nicht. Und hier kommen wir zu einem S-Work Ranch Vias von 2006 mit Felgenbremsen Shimano Dura Ace. Ganz in matt schwarz. Das kann man sehr gut vom Auto sehen, wenn es mal ein bisschen dunkel ist.
Da muss auf jeden Fall die Kleidung dann sehr hell sein, sonst wird man hier komplett übersehen. Das kann gefährlich sein. Schönes Aerobike hat halt 2006 schon diese Funktion gehabt, die heutzutage gerne beworben werden hier. Diese Einkerbung für das Laufrad, genau wie hier. Könnte hier noch ein bisschen enger sein, genau wie hier. Wäre es noch ein bisschen aerodynamischer. Denn am besten wäre es halt, wenn alles hier zu wäre. Das wäre am aerodynamischsten. Hier ist es auch schon sehr breit, aber heutzutage darf man wegen der, die UCI hat das die Regeln ein bisschen gelockert, jetzt darf man das hier auch zumachen. Das macht es natürlich schon um einige Watt schneller. Auch darf man die Gabel ein bisschen breiter machen, was es auch aerodynamischer macht. Und also das ist kein großer Hexenwert, auch für die Hersteller nicht, um die Rennräder aerodynamischer zu machen. Man macht das hier einfach breiter und hierzu und schon ist das Rennrad 10 Watt schneller als der Vorgänger. Das ist keine große Kunst. Specialized Kurbel, Dura-Ace 9000, aber nicht DI2, glaube ich. Was aber an sich nicht schlimm ist. Damit kann man auf jeden Fall sehr gut arbeiten, sehr viel Spaß haben. Kann ich empfehlen. Der Preis ist auch gut. Insbesondere wenn man die anderen Rennräder hier gesehen hat. Das kann auf jeden Fall mithalten mit aktuellen Aerobikes, die mit Scheibenbremsen sind, da die Scheibenbremsen halt auch einfach schon so einiges an Watt verlieren. Wird meistens nicht geteilt, also man kann nur spekulieren, wie viel Watt das verliert. Denn keine dieser Radfirmen macht wirklich einen Test, wie viel sie durch Scheibenbremsen verlieren. Das wollen die ja nicht. Hier ein günstiges Rennrad, wenn man nicht ganz so groß ist, 2,75 Meter, glaube ich. Ist gebraucht, glaube ich. Also zweiter Vorbesitzer. Ja, ist ein Tube Attain. Zora, Shimano Zora. Ist halt unter 105, dann kommt Hiaka und dann kommt Zora. Also die fünfte Gruppe bei der Qualität her. Dafür sehr hohe Kassette, damit kommt man sehr gut den Berg hoch. Ist halt ein bisschen schwerer dadurch auch. Fahrrad, der Preis ist in Ordnung, aber da kann man auch eins ohne Scheibenbremse, also mit Felgenbremsen holen. Das ist dann deutlich ein Kilo leichter und damit hat man einfach mehr Spaß, kommt besser den Berg hoch und auch runter. Ja, aber der Preis ist in Ordnung, kann man jetzt eben sagen. Nochmal zurück. Also ist ein italienischer Fahrradhersteller, kann man schon so in die Reihe der Traditionsmarken stellen. Stand ist nicht ganz so nah mit Ultegra, Shimano Ultegra, weiß ich, zweifach, dreifach. Halt schon eine ältere Generation. Sieht auf jeden Fall sehr klassisch aus, sehr schön. Ja, zweifach Shimano Ultegra. Ist das die 6600? Zehnfach. Damit kann man auf jeden Fall viel Spaß haben und zu dem Preis kann man sich auch ja, 1,56 Meter, 1,76 Meter Größe passend. Da kann man nicht viel falsch machen. Sattelstütze. Ja, ist gut. Der Preis ist in Ordnung damit. Damit wird man Spaß haben. Wäre von mir eine Empfehlung. Das ist genauso viel Rennrad wie eben gerade das vorherige. Kommen wir jetzt zu S-Works in einer besonderen Boran-Strohe Sonderedition. Das gibt es, glaube ich, jedes Jahr von Peter Sagan. Der hat immer so spezielle Modelle. Oder halt Bora. Wenn man Bora mag und mit Boran-Strohe Merch herumlaufen will, dann auf jeden Fall was ein Rennrad für einen. Weil so sehen halt die Rennräder aus, die die Profis damals gefahren sind, in den Farben mit S-Works. Auch mit der Ausstattung Shimano. DI2 ist DI2, ich weiß es gar nicht, aber wird wahrscheinlich DI2 sein. Voll integriert. Ja, das sieht nach dem DI2-Kabel aus. Ja, für Licht. Ja, ist.
eine schöne Lackierung, wenn man das mag, die Farben, nicht Mintfarben, der sieht ganz schön aus. Ja. Voll integriert, hier kann man eine Lampe oder eine GoPro dran machen oder eine andere Kamera natürlich. Ja, genau. Und ist halt auch noch das Mensch eben gerade. Aber natürlich nicht so aerodynamisch wie das wegen den Scheibenbremsen. Ist auch ein S5. Der V-Bau ist ziemlich kurz, meiner Meinung nach. Und der Lenker fehlt hier. Da steht da ohne Lenker 4000 Euro. Dann lieber das andere. Dann empfehle ich einfach das andere. Hier ist die Technik zwar DI2 und so. Aber die Leute lachen auch so. Das ist halt zu teuer einfach. 4000 Euro. 2000 Euro. Also ich würde es für 2000 Euro nicht kaufen, weil ich. Ist halt einfach nicht praktisch, wenn du mit den Felgenbremsen. Mit den Scheibenbremsen, auch wenn hier ein Renner mit Scheibenbremsen steht. Ich habe die Erfahrung damit. Für manche Sachen ist ganz praktisch, wenn man damit Offroad unterwegs ist und sich da die Reifenbreite 30 reintut, dann kann man damit gut fahren, wie zum Beispiel bei der Gravel WM. Das waren ja auch Rennräder mit Scheibenbremsen, die auf Offroad genutzt wurden und Gravel-Reifen hatten. Da passt das ganz gut. Aber 4000 Euro zu viel. Jetzt nochmal zu einem günstigen. Auf Englisch ist dieses Angebot. Die sind auch manchmal hier auf der Seite auf Englisch, meistens auf Deutsch, manchmal auch in anderen Sprachen. Aber hauptsächlich auf Deutsch, insbesondere wenn man dann Antworten bekommt, sind die meisten auf Deutsch. Älteres Modell, nicht innenverlegte Kabel, was überhaupt nicht schlimm ist. SRAM Red, die mag ich ziemlich gerne, diese Gruppe, weil die so schön leicht ist. Und wenn man heutzutage zum Beispiel sich ein Rennrad bauen will, mit was mit Felgenbremsen ist, aber aerodynamisch von der aktuellen Zeit oder zum Ranch oder so, wie das heißt, dann sollte man die SRAM Red nehmen, weil damit kommt man dann mit guten Laufrädern auf 6,8 Kilo und kann damit richtig schnell Berge hochfahren und trotzdem noch die aerodynamischen Vorteile haben und sogar aerodynamischer sein als das Contramodell mit Scheibenbremsen. So ist man halt den meisten Rennrädern bei der Tour de France einfach überlegen, wenn man Tour de France fährt. Aber die Profis bekommen halt andere Modelle. Dafür bekommen die halt EPO. Das gleicht das dann aus. Hier, schönes Rennrad. SRAM. Hier schon ein paar Gebrauchsspuren. Winner Barrio B. Kurzer Vorbau, den würde ich dann tauschen, wenn man den hat. Sattel 3T, toll. Gutes Modell. Physik, Sattel und Sattelschutz 3D meine ich natürlich. Auch hinten die Bremsen von hier schon sehr abgenutzt. Die Continental Grand Prix 4000 S sind gut, sind immer noch gut. Sehen hier auch noch nicht so abgefahren aus. Aber da muss man überlegen, ob man sich nicht mal die neuen Laufräder einsetzt. Damit kommt man natürlich noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so viel Tausende von Kilometern. Aber erstmal nutzen und dann gucken. Der Preis war, glaube ich, auch bei ordentlichen, ja, 7500. Viel mehr steht da nicht. Ist ein guter Preis, wenn man in der Nähe wohnt. Ich sehe es hier nicht mehr. Dann kann man sich das auf jeden Fall holen. Und was ich noch nicht genau gesehen habe, ist halt, was für eine Übersetzung da drauf ist, beziehungsweise ob das hier eine, diese Standard 53, 39, da muss man vielleicht noch die Kurbel wechseln, aber da muss man einfach den Verkäufer fragen. Der wird das einem beantworten können. Aber an sich nichts dran zu sagen. Guter Preis. Vielleicht noch ein Powermeter holen, wenn man richtig Sport machen will. Und ja, Good Conditions. Hier mal runtergefallen, da kann man vielleicht noch verhandeln. So, kommen wir zum nächsten. Das ist ein Pinarello Dogma. Die sind immer schön. Er schreibt hier, glaube ich, Original. Er ist echtes. Denn diese Dogmas, die werden halt sehr gerne gefälscht.
Aber wenn er das nachweisen kann, das ist ja schön. Leider auch mit Scheibenbremsen, aber das mögen die meisten, wie schon gesagt. Nicht voll integriert. Das ist auch gut, weil da gibt es halt oft Gefahren, dass da irgendwas bricht an dem Vorbau. Das wollen wir natürlich nicht. Da hatte Canyon und hatte das Problem mit Matthew van der Poel, der hatte dann ein Problem mit seinem Lenker, der gebrochen ist. Und Specialized S-Works, die hatten da auch das Problem, dass immer mehr auch von Privatleuten da die Vorbausachen gebrochen sind da. Hier ist das DI2-Gerät. Ist halt noch das ältere Modell, das nicht im Lenker ist. Ein bisschen ist halt nicht ganz so aerodynamisch, habe ich aber auch, finde ich ganz gut. Kann man leicht bedienen, leicht was dran verändern. Muss man nicht ganz halt im Lenker rumfummeln. Dann die Box. Ja, gut zum Verreiben. Leider sieht man hier die Kurbel nicht und das Schaltwerk. Das ist ein bisschen schade. Das wird wahrscheinlich auch kritisiert in den Kommentaren, weil das würde man halt gerne sehen, um zu sehen, wie gut das alles im Schuss ist. Oh, und hier der Preis. 3500 Schweizer Franken. Es ist teuer, ist ein Pinarello Dogma. Die sind teuer. Ist nicht das aktuellste Modell. Ist nur Utekra. Schwer. Also, das ist zu teuer. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist Schweizer Franken. Ja, fast gleich, also schon ein bisschen mehr, also zu teuer für also satten Powermeter, Wattmesser 2000 Euro, mehr würde ich dafür nicht geben. Das war schön, aber auch die Laufräder von DT Swiss sind nicht mehr ganz so gut wie früher. 2000 Euro, mehr nicht. Das Look 785 US. In der Größe S, wenn man so klein ist, ist das optimal für einen. Das ist ein Bergfahrrad mit Ultegra. Ist nicht ganz optimal. Ich sehe hier noch einen von der Kurbel. Von der anderen Seite. Ne, sieht nicht so aus. Ist und auch hier der Lenker ziemlich hoch. Da hoffe ich, dass. Da muss man eben ganz genau gucken, wegen dem hohen Lenker. Da muss halt so eine richtig tiefe Steuersatzklemme sein, denn die sollte am besten hier sitzen. Hier so. Im Lager und nicht hier. Da bringt die wenig. Da kann es dann halt dazu kommen, dass das alles so ein bisschen immer wackelt und die Ringe hier sich ins Carbon reinfressen. Deswegen, wenn man das kaufen will, unbedingt erstmal die Gabel ausbauen und wirklich gut kontrollieren, ob da schon irgendwelche. Also da können Abdrücke sein, das ist nicht schlimm, aber es darf halt nicht schon eingedrückt sein. Dann Finger weg. Beziehungsweise sagen wir, die Gabel kann ich nicht kaufen und eine extra Gabel kaufen. Natürlich muss man die dann von Look kaufen, weil die sind alle nur noch für jeder Fahrradhersteller macht sein eigenes Modell und die sind dann nicht mehr käuflich, also mit Patenten und so. Prioritär. Nächstes Fahrrad und das ist ein Aragon 18. Gewicht 9 Kilo, okay, ein bisschen schwer. Und das dafür, obwohl es mit Felgenbremsen ist. Und die Laufräder sehen auch nicht so. Das ist aus Stahl oder Aluminium. Könnte Aluminium sein alles. Aber kann auch Carbon sein. Carbon-Laufräder. Utekra. DI2, okay. Small, warum ist das 9 Kilo da?
muss sich auch jemand getäuscht haben mit der Waage. Und das ist extrem schwer. Talium Pro. Seltsam. Der Preis ist auch ziemlich hoch, wenn das wirklich irgendwo ist. Dann 1,5. Wenn es wirklich so schwer ist, dann nur 1.000 Euro. Ich glaube nicht, dass es 9 Kilo wiegt. Ich glaube eher unter 8. Mal sehen. Für 1.200 würde ich es empfehlen, jemandem, der es passt. Ist auf jeden Fall sehr schön. Schönes Rennrad. Roger de Falmig RRC Tirreno. Okay. Mit Dura Ace 9000. Man sieht, die Bilder sehen alle sehr klass aus. Das wäre man so vernebelt. Schön auf jeden Fall ist es. Ja, ist gut gepflegt. Ich kann nicht den Preis eben gerade gesehen. 2.300. Ja, kann man verlangen, ein bisschen weniger. Und ja, ist in Ordnung. Ich würde vielleicht noch verhandeln wollen. Ich würde vielleicht so unter die 2.000 Marke zu kommen. Aber auf jeden Fall ein schönes Rennrad. Damit macht man nichts falsch, wenn es einem von der Größe passt. Und damit kann man richtig viel Spaß und viel Freude haben und längere Touren machen. Kommen wir jetzt zum Bergamo Dolce LTD Carbon Shimano Mono 5 Dreifach. Okay. Vorne drei Kettenblätter, hinten 10. Das sind 30 Gänge. Nicht schlecht, damit kann man sehr gut alles fahren, was man will. Das heißt, die höchsten Berge und auch noch Sprinten. Natürlich ein bisschen schwerer auch. Oh, das sieht jetzt nicht gut aus. Was ist denn hier passiert? Ist das ein Sturz oder war das Laufrad da eben nicht richtig drin? Und beim Bremsen ist da eben was. Oder war irgendwie Metallstück in den Bremsen drin? Das sieht gar nicht gut aus. Da braucht man wahrscheinlich neue Laufräder hinten oder vorne. Was ist? Das muss man ersetzen. Damit würde ich keinem empfehlen zu fahren und erstmal genau hinterfragen, wieso das passiert ist und ob es noch weitere Schäden gibt. Ja. Mountainbike-Pedale auch nicht. Steht da irgendwas von einem Buchrutscher drin? Ah, er bietet auch zweifach an. Ah ja, es gab bei dem Fahrrad zwei Rutscher, die hauptsächlich von mir bzw. von den alten Pedalen abgefangen worden sind. Jedoch hat der zweite Rutscher Spuren auf dem hinteren Laufrad hinterlassen. Der Funktion hat es, ist aber keinen Abbruch. Also ich weiß nicht, ob es der Funktion Abbruch hat. Ich glaube, es kann beim Bremsen dann zu so Ruckler kommen, was echt unangenehm ist, das will man nicht. Und was zwei Rutscher sind, hier fragt doch jemand, was sind zwei Rutscher. Mir ist bei ungünstigen Witterungsverhältnissen das Hinterrad weggerutscht. Und dann lag ich aufgrund der Pedale halb auf der Seite, also das ist hingefallen. Steht auch ein Rutsch. Ja. Die Kickpedale haben das aufgehalten. Also weggerutscht. Vielleicht ist was kaputt gegangen dabei, vielleicht nicht. Also das Laufrad würde ich ersetzen. Und der Preis 900 Euro. Ja. Ich würde auch verhandeln, ein bisschen weniger machen. Aber 900 Euro noch in Ordnung, oder Dollar. Jetzt hier zum Merida Cyclocross Bike für 700 Euro. Preis angemessen. Scheibenbremsen passen auch richtig gut zu einem Cyclocross-Bike, also ein Querfeldeinbike. Damit kann man natürlich auch Gravel fahren und Spaß haben bei schlechtem Wetter. Dafür sind sie gebaut, durch den Matsch fahren
Sowohl hier zweifach, damit kommen auch gute Berge, Mountainbike-Pedale. Shimano 105, mechanisch optimale Lösung, sind günstiger als die anderen Modelle, haben 11-fach, es ist glaube ich auch 11-fach, und einen langen Käfig, damit kommt man halt auch in die Höhengänge. Und da braucht man auch kein teureres Dura Ace, da kommt es nicht so aufs Gewicht drauf an. Und damit kann man auf jeden Fall im Gelände richtig viel Spaß haben, wenn man ist halt für kleine Leute oder Frauen. 700 Euro, da macht man nicht viel falsch. Merida ist halt natürlich auch eine günstigere Hersteller, aber kann man kaufen, wenn man Lust hat auf ein Travel Cyclocross Bike. Und dann kommen wir zum letzten erstmal für heute. Ist ja auch schon ziemlich lange. Sehr schöne Lackierung, da kann man nichts sagen. Ich glaube, das glänzt so. Das sah auf dem einen Bild so aus. Super schön. SRAM Force. Ja, hier sieht man auf dem Bild. So wie das Licht einfällt, so sieht das dann anders aus. Auf jeden Fall sehr schön. Kann man schon von Meisterwerk sprechen. Voll integriert. Scheibenbremsen. Sehr aerodynamisch. Hier nicht so. Hier einigermaßen. Hier natürlich. Laufräder sind natürlich auch aerodynamisch. Tief. Ja. SRAM da. Aber der Preis ist natürlich sehr happig. 5000 Euro Verhandlungsbasis. Es war sehr neu, das Giant Propel Advanced, das ist halt das Aerobike. Wie man hier sieht, da könnte halt noch ein bisschen aerodynamischer sein. Das gibt es heutzutage schon aerodynamischer. Das hier ist einfach nicht aerodynamisch. Ja, also was mir auch gefällt an dem Rennrad, sind die Laufräder vorne sind nicht so tief. Und das sorgt dafür, wenn dann Wind ist, also Seitenwind, dann also jetzt nicht, dass das Lenker so wackelt. Das ist auf jeden Fall gut, aber viel zu teuer. Also, nein. Ich fände das Rennrad für 3000 Euro schon teuer. Aber natürlich, es sieht halt richtig schön aus. Da guckt jeder hinterher. Okay. Aber leider zu teuer. Ich hoffe, dieses Format hat euch mal gefallen und ihr findet das gut. Wenn ja, abonniert, kommentiert und liked das Video. Ich werde das jetzt noch ein bisschen kürzer schneiden, insbesondere wenn ich was gesucht habe. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss.